Hallo, meine Engelbengelinchen. Ich grüße euch. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich? Annette hier. Wir schauen auch diese Woche wieder in den Fernseher, der so unglaublich, 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 unglaublich wichtig ist. Wir haben den 14. Den 14.04. nach Adam Riese 23. Und wir gucken. Total krass. Es ist, wir liegen auf dem Boden und wir sind so eingehüllt wie in einer Klebemasse, Gelee, extrem unangenehm, eklig. Wir liegen da, wir kriegen keine Luft. Ah, das ist ja cool, diese Klebemasse, Leute. Dieses Eklige ist unser Trauer, unser Drama, unser Kummer, unser Schmerz, in dem wir uns gesuhlt haben, in dem wir gebadet haben, in dem wir gelebt haben, das wir zelebriert haben, das wir zur Perfektion erhoben haben. Leute, das ist so geil. Ich kriege voll die Gänsepelle am ganzen Körper. Wir alle, die zu meiner Community gehören, zu meiner Online-Familie. Leute, wir stehen auf. Wir stehen auf. Und das ist unglaublich schwer, weil diese Masse, versteht ihr, das lebt von uns. Wir sind der Motor, um diese Entität am Leben zu erhalten. Und die will uns nicht freilassen. Die will uns nicht rauslassen. Die will uns nicht gehen lassen, weil sie dann stirbt. Sprich Ego, sprich Schmerzkörper, sprich inneres Kind, okay? Und wir wollen nicht mehr. In uns bäumt sich etwas auf. Wir haben es satt, im Drama zu sein. Das Drama zu finanzieren mit unserer Energie, mit unserer Lebensenergie. Und wir stehen auf. Und das ist bei dem einen nach einem Tag, platzt auf dem Rücken diese Schicht, die oberste Schicht, kennt ihr das, wenn ihr Milch kocht, ne? Und die kühlt ab, dann hast du ja oben so eine Milchschicht. Und sowas haben wir auf unserer Klebemasse. Und die platzt über dem Herzchakra auf. Und das ist ein total gutes Zeichen für mich, meine Welt, ihr wisst, mein Kanal. Da, wo das Herz ist, versteht ihr, wir machen endlich was mit dem Herz. Und das Herz durchbricht diese Schwarzmagie. An der Stelle, wo unser Herz ist, im Rücken, Herzchakra, wird diese Schicht, diese Haut oben durchbrochen. Und wir schaffen es irgendwie im Verlaufe der Woche. Und damit sind wir beschäftigt. Und das ist unglaublich anstrengend, weil in jeder Pore, in jeder Zelle, in jedem Loch ist diese scheiß Klebemasse. Und das ist wirklich total eklig. Der schlimmste und härteste und fürchterlichste, da ist gerade eine schwarze Katze mit weißer Blässe. Heike auch noch nie gesehen auf dem Balkon. Den schlimmsten Kleber, den ihr euch vorstellen könnt, der ist nicht so schlimm wie diese Klebemasse. Das ist richtig eklig. Ihr fasst da an und ihr zieht da richtig lange Fäden. Und nur über dem Herzchakra, Herz, die Dunkelheit, die Dunkelwelt, der ihr hört, kann damit durchbrochen werden. Und mit dem Herzchakra, das reißt auf und bei dem einen geht es halt schneller, bei dem anderen langsamer. Und da ist es dann so, dass wir erst den Rücken durchdrücken und dann den Kopf durchdrücken im Verlaufe der nächsten 7 Tage und uns da so raushangeln. Wie als wenn wir aus unserem eigenen Grab aufstehen. Grab gleich Gram. Ist ja ein Grab, versteht ihr? Wir liegen da. Und ich sehe jedes einzelne Menschlein nebeneinander. Wisst ihr? Das ist so eklig wie im Film Matrix, ne? Da liegen die ja auch in diesen Badewannen da drin oder Zubern oder was. Und dann dieser eklige Schnodder, dieser eklige Schleim, der, glaube ich, die Körper ja am Leben erhält, wenn wir da drinnen liegen. Und den Körper irgendwie nährt. Und so ein Schleim, aber eben noch viel, viel schlimmer. Und das sieht total komisch aus. Und dann klettern wir da so raus im Verlaufe der Woche. Dann eben Ruf setzen, Augen und da einfach nur rauskommen. Das ist in dieser Woche wichtig.
Und ich muss dann mal sehen, was nächste Woche dann kommt, versteht ihr? Wie man von diesem riesigen Feld, weil ich weiß nicht, ob diese Löcher sich dann wieder verschließen, weil wenn ihr wieder reintretet, wisst ihr, oder vielleicht noch in das Loch von einem anderen, der da rausgekrabbelt ist, ist nicht gerade zwingend. Ich weiß aber nicht, was kommt. Das wisst ihr ja, ich kann ja nicht sagen, oh, jetzt regt das und das und so. Das macht ja die geistige Welt. So, lasst mich mal weiter gucken, ob noch was kommt. Ah ja, wird mir angezeigt. Linke Fuß kommt raus, linke Fuß, also diese Schicht oben, die ist stabil. Ja, also wenn wir da drauf stehen, wir können da nicht einbrechen. Wir müssen nur gucken, wo sind diese Löcher, diese Risse, wo diese einzelnen Wesen halt rauskommen. Also wir müssen dann gucken, dass wir immer auf einer Ebene stehen, wo eben kein Riss ist, dass wir da wieder reinratschen. Und das ist stabil, aber das ist so wie, als wenn wir auf einem Wasserbett stehen. Ich weiß nicht, ich habe noch nie drauf gestanden, aber so stelle ich es mir vor. Da hast du ja auch keine Stabilität. Also das ist dann die Balance, dann zu halten und zu finden und nicht wieder in das alte Drama und in diesen See des Dramas, des Grams, der Angst und bla 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 reinzufallen. Das ist die Herausforderung. Und was er mir noch anzeigt, der linke Fuß ist frei und dann denkt man sich nicht bei, aber der rechte Fuß, das ist ungefähr so eine lange Kette, der ist angebunden an den Boden. Das heißt, ihr müsst irgendwie herausfinden, wo ist der Schlüssel, für jeden ist der woanders, okay? Ohr, Nase, Mund, bla bla bla. Ihr müsst euch mal abtasten, wo ist der Schlüssel. Das ist auch ein magischer Schlüssel. Und der macht dieses Schloss auf, sodass ihr den rechten Fuß da auch rausnehmen könnt, um dann herauszufinden, wie das ist, den Balance zu finden auf dem Wasserbettboden halt. Ja, das ist für die Woche dran. Und dann wahrscheinlich sich herauszufinden, wie fühlt man sich denn so plötzlich ganz nackig, ohne den Schutz. Unserer Schutzmauer, Drama, Kummer und Angst. Huff, spannend, spannend. Ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Endlich mal was raus aus dem Drama und raus aus dem Scheißgedöns, versteht ihr? Ja. Halleluja. So, haben wir noch was? Nee. Zum Schluss ist dann nur so, dass alle eben dastehen. Hunderte von Seelchen, die zu meiner Familie gehören. Und wir versuchen alle, die Balance erstmal zu wahren, dass wir nicht in unser eigenes Loch da wieder reinfallen oder eben in ein anderes von Nachbarn. Okay, ich knuddel euch, ich buddel euch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich freue mich über ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Gott segne euch. Macht's gut, ihr Lieben.